Hey Leute, hier habe ich euch jetzt die Krokur mitgebracht. Krokur ist ein neues Grinier-Schwert und ich wage zu behaupten, dass es unter Umständen unser stärkstes Schwert ist. Also nur Schwert, nicht Nahkampfwaffe, sondern nur von den Schwertern die stärkste unter Umständen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob Krokur oder Broken War, zerbrochenes War. Aber die Krokur, ich würde eigentlich schon sagen, ist besser als die Broken War und deshalb wahrscheinlich unser stärkstes Schwert. Angriffsgeschwindigkeit 0,833, Crit-Chance 29%, Multiplikator nur 1,7, ist ziemlich schrottig. Statuschance 19%, 8,4 Einschlag, 12,6 Durchschlag, 49 Schnittschaden. Die Waffe ist einfach nur super stark, wenn wir die gemottet haben. Als Haltung kann ich euch nicht mehr sagen, macht blutroter Dervish rein. Ich persönlich bevorzuge mittlerweile herabschießender Falke, wobei ich sagen muss, blutroter Dervish und herabschießender Falke sind eigentlich gleich stark. Das eine, also blutroter Dervish hat einen dreifachen Multiplikator auf jedem Hit. Bei herabschießender Falke weiß ich es nicht. Dafür haben wir bei herabschießender Falke Multi-Hit, das heißt, wir treffen einzelne Gegner öfters und zusätzlich treffen wir einfach mehrere Gegner. Deshalb ist für mich persönlich herabschießender Falke etwas besser. Ansonsten Zustandsüberladung, Prime-Druckpunkt, Blutrausch, Ausweiter, ansteckende Plage, Voltaischer Schlag, Berserker trifft eine Berührung, 49,4% Status, 3,2-facher Crit-Multiplikator, 29 Crit-Chance und dazu Korrosionsschaden. Die Sache ist jetzt, rein theoretisch, wenn wir Einschlag, Durchschlag, Schnitt, Korrosion auf den Gegnern geprockt haben, machen wir dank Zustandsüberladung haben wir einen 5,6-fachen Damage-Multiplikator. Wenn wir jetzt Berserker rausnehmen würden und statt oder Trifftenberührung rausnehmen würden und stattdessen einen Hitze-Doppelmod reinmachen, hätten wir einen Elementarmod mehr und hätten einen 10-fachen Damage-Multiplikator. Das heißt, unser Damage würde sich verdoppeln gegenüber, wenn wir Hitze draußen lassen. Aber wir sind dadurch langsamer oder unser Crit oder unser Combo-Counter fällt schneller runter. Und was ich noch zu bedenken geben möchte: Wann passiert es schon mal, also jetzt wirklich, dass wir Einschlag, Durchschlag, Schnitt, Korrosion und Hitze gleichzeitig auf einem Gegner drauf haben? Wirklich äußerst selten. Ich bevorzuge es normalerweise immer, Korrosion und Hitze auf den Waffen drauf zu haben, aber gerade bei der Krokur und auch später bei den anderen Doppel-Krokur oder Zwillings-Krokur, wie auch immer die heißen, habe ich es jetzt draußen gelassen und es funktioniert sehr gut. Ich möchte euch das gerade mal zeigen. Ich muss gerade nachschauen. Ich denke, ich habe immer die Block-Kombo benutzt. Ja, hier wird geblocken. Im Normalfall immer so ungefähr 19 Treffer. Sogar nur 13 dieses Mal. Für ein Level 150er Heavy Gunner. Ach ja, ich habe ja jetzt in meinem Warframe die ätzende Projektionsaura drin. Deshalb nur 13 Treffer, sonst wären es halt eben immer 19 gewesen. Dazu noch ein paar schöne Ground Finisher, also die Waffe ist einfach top. Kann man nicht anders ausdrücken. Macht einen richtig geilen direkten Damage. Kann man gut einsetzen. Ich zeige es euch jetzt auch mal zum Beispiel gegen andere Gegner. Besatzungsmitglied, Corpus Tech, giftiger Uralter, uralter Heiler. Dazu haben wir hier noch schöne Finisher drin, also. Okay, ich habe gerade 17 Treffer gebraucht, um ein Corpus Tech, ein Corpus Crewman, zwei Uralte zu töten. Level 150. Ah, Entschuldigung, die KI ist pausiert. Das war jetzt ein kleiner Fehler. Ich darf nämlich die KI nicht pausieren, ich darf sie nur, okay. Okay, fangen wir nochmal von vorne an. Entschuldigung, das war jetzt mein Fehler gewesen. Pausierte KI darf man nicht machen, wenn man Nahkampf spielt. Man darf nur sich selbst unsterblich machen, sonst bekommt man die ganze Zeit den Stealth-Multiplikator drauf und das verfälscht das Ergebnis ungemein. Das habe ich jetzt vergessen.
Kann ja mal passieren. Treffer. Aber eigentlich sollte ich nur 19 brauchen. Okay, ja. Also hängt immer von den Procs und allem ab, aber ihr seht schon, die Waffe ist trotzdem sehr, sehr stark. Moment, ich muss jetzt erst die Heiler ausschalten. Also da sehen wir, der fällt schnell um. Der hier auch. Dann sind die hier auch kein Problem mehr. Und falls ihr euch fragt, warum ich das Video jetzt nicht neu gestartet habe, obwohl ich am Anfang diesen Fehler gemacht habe und gegen Gegner aufgenommen habe mit pausierter KI. Das hat den ganz einfachen Grund, damit auch ihr aus meinen Fehlern lernen könnt. Weil ich werde ganz oft gefragt, ob KI pausierend nicht das Ergebnis verfälscht, wenn ich Waffen teste. Das Ergebnis wird nur verfälscht, wenn ich Nahkampfwaffen benutze. Und so konntet ihr einfach gerade mal sehen, wie stark das Ergebnis verfälscht wurde. Ich habe jetzt einfach nur die KI pausiert, habe die ganze Zeit Stealth Damage bekommen, das heißt, mein Damage wurde stark erhöht und deshalb sind die gerade eben so super schnell umgefallen. Also jetzt, wenn man sich selbst unverwundbar macht, sind die Gegner immer noch schnell umgefallen, aber wir hatten keinen Bonus-Damage drauf mehr, der unrealistisch ist. Und bei normalen Primär-Sekundärwaffen gibt es halt eben diesen Stealth-Multiplikator nicht. Zumindest nicht im Simulacro. Gut, also Krokur ist eine super starke Waffe. Mit der richtigen Haltung ist sie natürlich nochmal um einiges besser. Und wenn ihr gerne Schwerter spielt, dann ist die Krokur auf jeden Fall eine gute Wahl für euch. Sie sieht echt cool aus. Man kann sie einfach modden würde ich jetzt nicht sagen, weil man braucht doch schon Blutrausch, trifft Zustandsüberladung, Blutrausch und je nachdem trifft eine Berührung oder Opferzahl. Also sie ist jetzt nicht super einfach zu modden, aber sie ist schon stark. Von daher, ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis bald.